Das ist doch mal ein Cave. Mit Cave-Musik wahrscheinlich. Und Echo, volles Programm. Okay, die Kupferschell behalte ich auf jeden Fall. Soweit ich mal kann. Muss man eher an vielen Stellen warten, aber die Macht der Vorspultaste hilft uns auch ein bisschen. Seht ihr, damit kriege ich die Gegner viel easier ausgenockt. Ja, hier muss man viel warten und so ein Kram. Okay, gut, erster Teil ist geschafft. Ja, wie wir da gerade noch Licht hatten und dann... Ah, vergessen, wir haben, müssen noch das Licht noch ausknipsen, wenn Mario kommt. So. Ja, sowas ähnliches, so ein ähnliches Konzept gibt es ja in der letzten, in Bowser's Welt, in Super Mario World. Also so ein ähnliches Konzept natürlich nicht so übernommen. Natürlich muss das Spiel immer noch einen mehr draufsetzen hier. Bin ich hier sicher? Ja, okay, bin ich. Nur fragt mich nicht, wie ich hier noch ein Secret Exit ausmachen soll, ausfindig machen soll. Ich weiß auch gar nicht mal, warum ich noch dieses Ding mit mir rumschleppe. So, wahrscheinlich. Wo geht's denn weiter? Muss ich da unten lang einmal? Da kommt dann eine Ranke raus oder sowas. Oder ein P-Switch. Auch interessant. Okay. Ja, damit habe ich schon verkackt. Damit hat man schon verloren. Wenn man einmal dagegen kommt, verloren. Okay. Ey, Mann. Das spawnt ein Ding, wo ich bin. Das ist doch doof. Na gut. Jetzt könnte ich da noch irgendwas machen. So, ich kann hier rein. Oder ich kann hier runter. Aber okay, da ist ja gar nichts. Dann komme ich hier raus, ja, wo es zumindest ein bisschen mehr Licht gibt. Auch nicht schlecht. Kommen wir wieder runter. Wow, okay. Das lässt dieses Ding sich nicht ein zweites Mal sagen. Scheiße. Ich war gerade kurz verwirrt. So. Ja. Okay, ein Schlüssel. Das ist doch schon mal was. Ein Schlüssel. Der ist ja nicht mal wirklich versteckt. Er ist einfach da. Schlüsselloch. Das Schlüsselloch ist aber nicht in der Nähe. Dann gehen wir mal zurück. Ah ja, okay. Fickt euch, Mann. Na gut, vergesst den Pilz, der ist weg. Der Pilz ist sowas von weg. Komme ich hier noch irgendwie weg? Geht nur die Zeit aus. Das ist natürlich nicht so toll. Mal gucken, ob hier... Nein, da ist auch nichts. Ich kann nicht zurück. Ja, gut, gut, gut. Ja, sehr gut. Tada, Licht. Ach, jetzt haben wir den Weg einfach nochmal freigeschaltet. Cool, ne? Das Beste an der Sache ist, wir müssen das Level jetzt noch einmal lösen. Noch einmal komplett von vorne dieses Level hier durch, das wir jetzt schon eigentlich relativ gut kennen, aber was auch ziemlich langwierig ist. Okay, was willst du machen? Da muss man die Zähne zusammenbeißen und mal durch. Aber ich kann zumindest... Nein, das kann ich nicht. Schade. Ich wollte hier so einmal den coolen machen und zumindest ein bisschen schneller hier durch. Aber egal, wir spulen vor, wo wir können. Wow, scheiße, er hat mich mal erwischt. Krass. So. Dann hier einmal. Komm schon. Zack. Ich sagte zack. Und dann ein bisschen davon, ein bisschen hier, ein bisschen keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ein bisschen Bescheid. So.
Ich hoffe, meine komische Spielensart mit immer Vorspulen stört euch nicht. Oder stört nicht zu sehr, während man versucht, dieses Video hier zu gucken. Ich versuche ja so ein bisschen zeitsparend rüberzukommen. Dass man. Zwar müssen wir denselben Scheiß hier zweimal so uns angucken, oder ihr müsst es gucken. Ich muss ja nur spielen. Aber dann versuche ich euch wenigstens es so ein bisschen zu ersparen. Indem ich hier spule wie so ein Irrer. Gerade in so einem Level, wo man es ja auch kann. Größtenteils. Wow, oh, ich wäre fast drüber gekommen. Ich wette, das geht auch. Okay, war knapp. So, jetzt müssen wir noch hier durchlaufen einmal. Tada, und dann ist das Ding gemacht. Das führt uns dahin, wo auch wir hierher gekommen sind. Okay, up and down. Mit Curb-Musik. Oh, und dann springt er nicht mal. Super. Okay, nochmal von vorne der ganze Spaß. Up and down. Jetzt sehe ich hier nichts. Wenigstens hat das immer kein Secret Exit. Kann ich hier nicht erschießen? Kann ich. Ob das so gut ist, ist aber eine andere Sache. Ich sehe die Hälfte vom Boden gar nicht. Ich meine die Hälfte, ich sehe den Boden einfach nicht. Okay, ich hing ja gerade irgendwie halb im Boden. So, hier könnte ich nicht lang ohne... Wenn ich den gelben Switch hätte, da ist noch so ein... Wow. Okay, ich würde schon ganz gerne mal in diese Röhre mal reinschauen. Trotzdem habe ich das Gefühl, das ist nicht mal ein selbst erstelltes Level, sondern ein editiertes von Super Mario World. Weil ich meine, klar, die Konzepte sind ja ähnlich, wie Level 7 man mal gesehen hat. Oh, das Spiel hat ein eigenes Bonus-Game. So ein tolles Bonus-Game. So ein geiles Bonus-Game, was einen sogar das Power-Up wegnimmt. Nee, warte, das will ich nochmal. Nur mal gucken. Und wieso habe ich jetzt eben meine Vollblume verloren? Naja. Okay, Schloss. Okay, das ist jetzt schon Schloss 5. Der Weg von Schloss 4 zu Schloss 5 war sehr kurz, meiner Meinung nach. Das waren jetzt nur ein paar Levels. Anders war es hier so schon ein langer Weg. Zu 3 zu 4 und so. Und 2 zu 3. Boah, das Ding wurde einfach... Ich meine, das Mächtigste in Super Mario World und deren Hex ist, glaube ich, immer noch Marios Arsch. Wenn er rutscht. Mario selber ist gar nicht so stark. Er kann ein paar Gegner zerstampfen, ein paar auch nicht. Aber Marios Arsch, boah, der macht alle kalt. Aber Mario weiß nicht, ihn einzusetzen, so meistens. Damit kann man... Er kann Kettensägen. Überlegt mal, ihr rutscht mit eurem Arsch in eine Kettensäge rein und die Kettensäge geht kaputt. So, dann müsst ihr echt einen Arsch haben, der entweder... Naja, nein, nicht mal nur aus Muskeln strotzt. Aus Arschmuskeln, sondern er muss wirklich aus steinhartem Stahl sein. Nicht mal stahlharten Stein oder steinharten Stein, stahlharten Stein, keine Ahnung. Aus steinharten. Ey, was habe ich jetzt gesagt? Ich bin gerade selber so raus, so viel Kacke, wie ich gerade rede. Aus steinhartem Stahl. Nicht mal aus stahlharten Stein. So. Ja, ich glaube, sowas habe ich eben gerade gesagt. Ja, gut, jetzt habe ich hier eine Gelegenheit verpasst. Auch das hier erinnert mich wieder an eine editierte Version aus Schloss 2 aus Super Mario World. Weil die Ähnlichkeiten sind da. Die Grafik ist genau gleich wie aus einer Stelle aus dem zweiten Schloss. Klar, das hier sieht immer noch viel krasser und extremer alles aus. Aber trotzdem, die Parallelen sind immer da. Und ich finde, das ist eigentlich keine gute Sache, kein gutes Zeichen. So, wenn man immer denkt, ah ja, in Super Mario World gab es das ja irgendwie auch. Also auch, aber ich meine, es ist ja nicht die Pflicht von jedem Hack, das ganze Mario-Genre neu zu erfinden. Ist ja aber, wenn ich direkt sehe, ja, in Super Mario World, sogar in dem und dem Level gab es das so schon. Das hier ist jetzt nur eine krassere Version davon, eine veränderte Version davon. Dann finde ich, ist das kein gutes Zeichen, genau wie das, was ich hier gerade gemacht habe. Ja, toll. Jetzt habe ich euch wieder voll zeitlich zurückgeworfen mit der Aktion. So, nochmal das Ganze.
da kann ich einfach hochspringen. Und da auch. Und hier und zack. Okay, das war jetzt natürlich kein großes Glück, aber nicht weiter schlimm. Oh. Der bittere Tod. Da kann man doch hochspringen, oder nicht? Ich dachte echt, ich könnte es. Okay, haben wir ein Cape, was leider doch nur ein Pilz ist. Und damit müssen wir... Boah. Wer ist der Kerl? Ist das Morton? Ich habe nicht mal eine Ahnung. Weil hier ist der Pink. Nee, nicht Morton. Roy? Roy Cooper? Ich meine, ich wollte sagen, es gibt keinen pinken Cooperling, aber das ist ja voll gelogen. Klar gibt es einen pinken Cooperling. Es gibt sogar zwei pinke Cooperlinge, weil eines von denen ist Wendy. Wenn man... Oder ist das eher rot? Ich weiß es gar nicht mal mehr. Boah, der Typ nervt aber, ja. Ach, Spinjumps funktionieren nicht. Okay, gut. Wow. So. Ich springe auf ihn drauf und danach haut er mal direkt aufs Maul. Was will man machen? Ja, es ist zu schwer. Ich meine, würde ich nicht schon irgendwann schon früh genug entschlossen haben, ich spiele das Spiel jetzt mit Safe States, was mir zu blöd wird, dann wäre das ein Boss, wo ich richtig mich aufgeregt hätte. Weil das Level dazu ist richtig lang. Überleg mal, die Custom-Bosse am Anfang, der Schloss 1 und 2, die waren noch relativ einfach. Und da habe ich einen Checkpoint bekommen vor dem Level. Hier, wo es richtig schwierig und unverschämt wird, da kriege ich überhaupt keinen Checkpoint. Und müsste halt diese ganze Kletter-da-oben-Passage immer wieder von vorne machen. Und ich glaube, ich wäre kaputt gegangen da. Okay. Gut. Cavefeld ist done. Und wir kommen zur Eiswelt. Eisiger Spaß hier. Cooles Feature. Oh. Okay, dann nicht. Ah, ich wollte springen, aber irgendwie... Na, ich weiß auch nicht. Ich habe zwar schon springen gedrückt, aber wahrscheinlich noch ein Stückchen zu spät. Aber hier kriege ich alles wieder neu. So, ich denke eher... Wow. Könnt ihr euch denken, die schwarzen Dinger rufen nur... Mancher hervor. Das Level hatte aber kein Secret Exit, oder doch? Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Hoffen wir es mal. Boah. Und dann sowas. Und dann sowas. Okay. Botschaft angekommen. Der Typ trifft mich. Egal. In 100 von 100 Versuchen trifft er mich. Also ist schon gut, dass er mich zumindest dann irgendwann mal trifft, wenn ich einen Pilz habe. Ich könnte aber auch ein bisschen besser spielen, muss man auch sagen, natürlich. Ich muss mich jetzt nicht wirklich von allem treffen lassen, was hier rumschwirrt. Aber den nehme ich noch mit. Okay, das war ein nice. Das Level hatte auch kein Secret Exit. Und weiter. Aber ich renne ja auch durch wie so ein Wahnsinniger immer, ne? Ich versuche mir nicht mal Power-Up zu holen. Wow, knappe Kiste. Pflanzenhölle. Okay. Ich habe eine Feuerblume, aber darf sie überhaupt nicht einsetzen, weil hier alles nur Mancher hervorruft. Kann ich auch die schmelzen damit? Ich glaube nicht. Ne. So Eisblöcke da nicht. Pfiou. Ah, nicht. Pfiou. Ich wollte so einen kurzen Power Slide machen und dann sowas. Egal. Da nettes. Muss ich ihn? Ja, doch, komm, wir drücken den mal. Na doch, ist schon besser, den mal gedrückt zu haben. Ah, kurz entspannt hier mal durch. Ist auch schön. Nichts stört mich hier. Ah, alles klar. Okay, nächstes Level. Frosty Spines.